18. August 2024. Monumentaler Besuch von den offenen Himmeln. Kommt nach Südkorea. Nun, gesegnete Leute, heute ist der 18. August 2024 und ich komme zu euch live vom Hauptsitz hier in Nairobi, zu allen vier Enden der Erde. Der Herr hat mit mir gesprochen diesen vergangenen Tag, am 17. August, das Jahr 2024, in einer sehr, sehr ernsten Unterhaltung, sehr mächtige Unterhaltung. Und in dieser Unterhaltung hat der Herr, der Allmächtige, hat mich nach Asien gebracht. Jetzt gerade haben wir Missionen des Herrn nach Asien. Und eine von ihnen, die erste, ist nach Südkorea. Und danach werden wir die Mission nach Taiwan haben. Und nach Taiwan haben wir dann die Mission nach Europa, nach Finnland. Und nach Finnland haben wir dann die große Mission nach Italien. Nach Italien haben wir dann Indien. Aber der Herr, der Allmächtige, an diesem vergangenen Tag, am 17. August, das Jahr 2024, sprach er mit mir am Nachmittag über die Mission von Südkorea, die Mission von Asien. Und Südkorea ist die nächste Mission. Und in dieser Mission hat der Herr mich zu dieser Nation gebracht. Und als wir in diese Nation hineinkamen, hat der Herr mir viele Pastoren gezeigt, die gekommen sind, um sich mit mir zu treffen. Viele Pastoren von Südkorea. Danach sind sie gegangen und haben mir den Ort, den Veranstaltungsort gezeigt. Und als ich den Veranstaltungsort mir anschaute, einige Leute, sie fingen an, sich zu versammeln. Viele Leute fingen an, sich anzusammeln, sich zu treffen in diesem Treffen. Es sah aus wie ein offenes Stadion. Denn ich konnte auch das Gras sehen und ich weiß nicht, ob es ein Altar ist oder ich sehe eine andere Struktur dort, aber es gibt Gras und es ist ein offenes Gebiet. Und dann danach, wenn der Herr, der Allmächtige, mich dann zu diesem Treffen bringt, der Moment, wo er mich zu diesem Treffen bringt, in dem Moment, wo er mich zu diesem Treffen bringt, meine bloße Gegenwart dort in diesem Treffen, wenn ich nur ankomme, da kommt ein Wind, der fließt von links nach rechts, so etwa. Und dann sofort öffnet sich der Himmel und der Regen fängt an zu fallen mit Tropfen, 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 lange Tropfen, lange, lange Tropfen fallen. Der Herr, der Allmächtige, er hat mit mir gesprochen in einer sehr, sehr mächtigen Weise. Er hat heute gesprochen und ich nehme das heute auf. Wir dokumentieren diese Prophezeiung heute hier am 18. August, das Jahr 2024. Direkt an der Schwelle sind wir zu unserer Mission nach Asien. Und der Herr sagt, in einem von diesen Treffen, wenn ich dort ankomme, meine bloße Gegenwart, meine bloße Ankunft in diesem Treffen, Gott, der Vater im Himmel, wenn wir kommen einfach nur an und dann öffnet Gott, der Vater, den Himmel und er bringt sofortigen Regen. Nun, Gott, der Allmächtige, er verspricht der Erde an diesem Tag, er verspricht der Erde einen monumentalen Besuch von der Gottheit ihm selbst. Der Besuch von Gott ihm selbst. Das ist eine sehr ernste Sache, gesegnete Leute. Und dann danach bin ich aufgewacht und dann hat der Herr mich wieder erschlagen, um mit mir zu sprechen. Und in diesem Moment, an diesem Moment wieder, hat der Herr, der Allmächtige, er zeigte mir das Treffen in Asien. Aber ich bin zu diesem Land gekommen, aber er hebt mich hoch hinein in die Wolken und dann direkt von oben in den Wolken. Ich schauend auf das Treffen, dann zeigt er mir, schau, Gott, er wird vom Himmel direkt zur Erde besuchen. Und dann zeigt er mir, wie sein Besuch zu der Erde kommen wird, direkt bis zur Erde. Ich konnte die Erde sehen. In anderen Worten, es gibt einen Besuch der Gottheit, die zu der Erde kommt. Gott kommt, um die Erde zu besuchen, um die
Errettung, die so mächtig ist, zu offenbaren, die er für diese Generation vorbereitet hat, für die Gemeinde Christi, sodass sie nicht in den Feuersee hineingehen werden, sondern dass sie eintreten werden in das glorreiche, ewige Königreich Gottes. Und nun heute gebe ich eine Prophezeiung, dass der Herr, der Allmächtige, er hat mir verordnet, dem Himmel zu verordnen, sich zu öffnen in Südkorea, dass wenn ich dort ankomme, meine bloße Gegenwart durch die Autorität, die auf mich transferiert wurde vom Herrn, Gott der Vater im Himmel, er wird den Himmel öffnen und der Regen wird hinabfallen und Tropfen innerhalb des Winds, Tropfen, gebrochene Tropfen, längere Tropfen, größere Tropfen, sie fallen so etwa, sie fallen. Es ist eine wunderschöne Situation, gesegnete Leute. Nun, Gott der Allmächtige hat mit dieser Generation gesprochen, dass der Messias kommt und dies ist ein Trend jetzt in einer Kaskade, die von Kenia angefangen hat, als ich den Himmel verordnet habe, sich zu öffnen. Und der Himmel war sofort gehorsam, all den Weg nach Lagos, Nigeria, als ich den Himmel dort verordnete, sich zu öffnen, all den Weg nach Lima, Peru und dann nach Belen in Brasilien und dann all den Weg nach Ahmednagar in Indien und dann auch in Puerto Das, in San Felix, in Venezuela. Und jetzt sagt er Südkorea, da gibt es eine Botschaft, die der Herr zu dieser Generation spricht. Ständig offenbart er uns zu euch, denn damit ihr wisst, dass die Zeit gekommen ist, um sich für das Kommen des Messias vorzubereiten, dass der Botschafter, der versprochen wurde in Maleachi Kapitel 3. Er ist gekommen, er ist hier jetzt und er ist gekommen mit einer enormen Botschaft, den Weg vorzubereiten für das glorreiche Kommen des Messias, dass die Nationen sich vorbereiten, denn der Messias kommt. Jene, die Ohren haben, diejenigen, die Ohren haben, bitte hört zu dem, was der Geist Gottes gesagt hat. Und es wird bekannt sein, dass der Mund des Herrn gesprochen hat. Toda Shalom, Toda Havarim, Baruch Hashem Adonai. Toda Rabba Letraot. Vielen Dank. Bereitet den Weg vor. Der Messias kommt.